Hallo Johannes, worüber willst du denn heute sprechen? Du musst an die Kamera gucken. Nicht über Oculus Rift, sondern über das andere, was heute ansteht. Das war... Barcamp, glaube ich. Ah ja. Dann ist mit Bier. Machen wir das mal. Hören wir gleich mal zu. Jens Abs über das Oculus Rift und Johannes Mirus, der uns was zum Barcamp Bonn erzählt, was ich meines Wissens nach zwar schon ausverkauft ist, aber deswegen ja trotzdem ein bisschen Werbung verkauft. Obwohl ich glaube, die meisten Leute. Ihr habt doch schon. Ja, das ist halt ausverkauft. Spricht der Füße. Ja, dann übergebe ich gerne direkt an dich. Ja. Schön. Ja, hallo, mein Name ist Jens Abs. Ich bin freelancender JavaScript-Entwickler, Consultant, whatever. Werde heute was erzählen zum Thema Oculus Rift und Virtual Reality und auch noch hoffentlich die Kurve kriegen dazu, was das Ganze mit dem Web zu tun hat. Das ist übrigens ein Oculus Rift. Für den Fall, dass. Wer kennt denn das Oculus Rift? Sehr schön. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist Virtual Reality. Schönes Buzzword, aber was verstehen wir unter Virtual Reality? Ihr habt alle schon mal Virtual Reality gesehen, nämlich Virtual Reality ist das hier, VR Baby. Das ist aus der Matrix und das ist natürlich die perfekte Form von Virtual Reality. So bedeutet also im Prinzip, ich gehe hin und nehme die Sinne des Menschen und täusche sie so, dass das menschliche Gehirn denkt, ach guck mal, da ist irgendwas, in Wirklichkeit hänge ich aber nur auf so einem Stuhl. Das ist schon ganz geil, es ist nur irgendwie tierisch unbequem und man braucht halt irgendwie so einen dämlichen Connector im Genick. Das ist, weiß ich nicht, bestimmt auch nicht toll und wahrscheinlich furchtbar teuer. Und bleiben wir also mal bei dem Sinn, der am wichtigsten ist für das dreidimensionale Wahrnehmen des Menschen. Und das sind ja auch mit den Augen, nehmen wir Entfernung wahr und schätzen dreidimensionale Dinge ein. Wie kann man die Augen am besten täuschen? Mit Stereoskopie. Es sind zwei verschiedene Bilder. Ein Bild fürs linke Auge, ein Bild fürs rechte Auge. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass da bei der Treppe, bei dem rechten Bild, die Treppe ein bisschen weiter rechts ist als links. So, das heißt, wenn man jedem Auge genau dieses Bild geben würde, dann würde das Auge halt seine Analyse starten und feststellen, ach guck mal, das hier ist da hinten weiter links und weiter rechts und dieser Konfigurant ist tatsächlich dreidimensional und real. Kleine Trivia dazu, das ist nicht neu. Stereoskopie gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Man kann Stereoskopie auf verschiedenste Arten und Weisen herstellen. Was bestimmt viele kennen, sind diese Single Image Stereoscopes. Die gab es mal in den 90ern, das waren diese Kalender, das war das Auge, wo man sich irgendwie so einen bunten Farbbrei vor die Nase gehalten hat und angeblich, wenn man es ausgehalten hat und die Kopfschmerzen wegignorieren konnte, hatte man nach 3 Minuten irgendein dreidimensionales Bild von irgendeinem Pferd. Ich weiß es nicht. Hat bei mir nie funktioniert. Auch bekannt. Du siehst du das nicht? Das ist ein Ferrari. Nein, Mann, das ist ein Pixelbrei. Andere Möglichkeit ist das Anaglyphe-Verfahren. Das kennt schon auch jeder. Das sind diese Plastikbrillen mit einem blauen und einem roten Plastikfolie. Da werden die Bilder einfach eingefärbt und ja, das ist halt alles nicht so richtig knorke. Heute im 3D-Kino wird es halt auch gemacht. Und die Technologie, die man heutzutage im 3D-Kino benutzt, ist die zirkuläre Polarisationsfiltertechnik. Yes. Whatever. 3D-Kino ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt da 2 Bilder, für jedes Auge eins und ich habe ein, zumindest sagen wir mal, ein halbwegs zufriedenstellendes Gefühl von Dreidimensionalität, also zumindest während der ersten halben Stunde. Jetzt ist die Frage, was macht das Oculus Rift? Das Oculus Rift ist ein Head-Mounted Display, also im Prinzip ein VR-Helm. Cool, wenn alle schon das Oculus kennen, dann erzähle ich das hier einfach nochmal. Man zieht sich das Ding halt so über den Schädel, hat diese beiden Augen dann direkt, diese beiden Linsen direkt vor der Auge. Und die Funktionsweise ist, es gibt ein Display, das ist dann so ein breites Display, was hinten in dieser Brillen-Helm-Symbiosen-Ding drin ist. Auf diesem Display wird links und rechts ein Bild für jedes Auge dargestellt.
Und es gibt dann Verzeichnungslinsen, die das Bild dann nochmal aufbereiten. Schauen wir uns das Bild mal an, damit einiges klarer. Das ist so ein Bild, wie das auf dem Display im Original dann zu sehen ist. Das ist jetzt verzeichnet. Das heißt, man sieht, oder in diesem Bild sind viel mehr Informationen enthalten, als das eigentliche gerade aussehen. Diese Verzeichnungslinse schiebt dieses Bild quasi um das Auge drumherum. Ja, also der linke und rechte Rand von diesem Canyon sind nicht direkt vor mir, sondern die sind in meinem Augenwinkel links und rechts. Und diese Verzeichnungslinsen sorgen dafür, dass das Licht dann tatsächlich nach außen an die Pupillen weitergeleitet wird. Das heißt, ich kann in diesem Oculus mit den Augen überall hingucken und ich sehe überall Bild. Ja, ich sehe keine Ränder mehr. Das ist zum einen erstmal ein ganz krasser Vorteil gegenüber dem 3D-Kino und zum anderen ist es auch ein sehr intensiver Virtual Reality-Effekt, weil das ein sehr natürliches Verhalten ist. Also bei vielen Dingen, wo einem so Virtual Reality oder Stereoskopie vorgelaufen wird, muss man halt starr gerade ausgucken und muss halt nur so seinen Kopf bewegen, darf auf keinen Fall die Pupillen rollen. Das kriegt das Gehirn dann relativ schnell raus, dass es dann nicht echt ist. Das ist geiler als 3D-Kino. Zum einen, weil man den Rand der Leinwand nicht sieht. Zum anderen, in 3D-Kino ist es häufig so, dass man kein beliebiges, analoges Gefühl von Tiefe hat, sondern also eigentlich mehr so, dass man den Film in zwei, drei Ebenen wahrnimmt. Es sei denn, irgendwas fliegt mal auf einen zu, dann hat man so ein durchgängiges Gefühl von Tiefe. Und das Problem ist, wenn man mal irgendwie in Herrn der Ringe gesessen hat, so nach 2,5 Stunden ist der Effekt auch weg. Das Gehirn hat es irgendwie rausgekriegt und lässt dich nicht mehr verarschen, auf gut Deutsch gesagt. Und dann, weiß ich nicht, hat man gerade als Brillenträger einfach irgendwie zwei Brillen auf der Nase und keinen wirklichen Benefit davon. Viel wichtiger noch, was man fairerweise dazu sagen muss, das ist natürlich kein echtes 3D-Kino. Die haben da nur auf statische Bilder geguckt, aber das Ding steht in Wien, glaube ich. Stand, ich meine, das gibt es nicht mehr. Viel wichtiger, was den Unterschied zwischen dem 3D-Kino und dem Oculus betrifft, sind aber Sensoren. Das Oculus Rift ist voller Sensoren, deshalb ist es auch so teuer. Was diese Sensoren machen, ist, dass sie die Bewegung des Gerätes auf allen drei Achsen messen, und zwar die Translation, also die Verschiebung, und die Rotation, die Drehung. Das bedeutet, wenn man das rückrechnet, die Bewegung des Gerätes und so ein paar Informationen hat, so wie groß ist der Mensch, wie dick ist der Kopf, wie weit sind die Pupillen auseinander, dann kann ich halt ungefähr ausrechnen, wo ist sein Nacken, wo ist der Bewegungsstab im Hals und kann dementsprechend das Bild, was ich auf dem Display zeige, so aktualisieren, dass es immer das zeigt, was ich auch in echt sehen würde, würde ich meinen Kopf dahin drehen. Und das ist super awesome. Da kann das Gehirn dann gar nicht mehr mit. Also das glaubt es dann. Wenn man irgendwo in so einer Simulation sitzt, und man sitzt halt da, man kann sich halt umgucken, nach oben, man kann sich irgendwie nach unten umgucken, und man kann ganz nach hinten gucken und auch noch die Augen bewegen, spätestens da denkt sich das Gehirn dann, ja gut, dann ist es halt so. Ist halt jetzt komisch, ich war eben noch nicht im Kampfchat, aber... Dinge passieren. Das ist wirklich super amazing. Wer die Möglichkeit hat, mal dann auch für das auszuprobieren, das lohnt sich auf jeden Fall. So, schön und gut, Sensoren, alles ganz supi toll, aber das Oculus kostet $350 plus Versand, alles in allem mit Steuern und so über $400. Zocken oder so, sondern muss irgendwelche Programme installieren, irgendwelche Treiber installieren, sich darauf einstellen, dass man irgendwie eine Woche in irgendeinem Forum verbringt, weil irgendwas nicht richtig funktioniert und irgendwelche Einstellungen halten lassen. Wenn man aber mal schaut, was wir tatsächlich brauchen, um so ein HMD herzustellen, wir hatten eben diese drei Aspekte. Google Cardboard. Das ist kein Gag. Das gibt es tatsächlich. Man kann das Funktionsprinzip ja oben ganz gut sehen. Hinten ist halt das Telefon drin, da sehen wir das Bild mit diesen beiden Einzelbildern für die Augen. In diesem Pappedeckel sind irgendwo zwei Verzeichnungslinsen und dann klettert ein Head-Mounted Display für unter 20 Euro.
wir haben Millionen von Devices, die jetzt schon deployed sind, die jetzt schon liefert, dann ist das falsch. Es gibt die Hardware dafür und ich kann sie für $20 mir kaufen. Oder mit ein bisschen Geschick und irgendwie dem Geheimwissen, wo man Verzeichnungslinsen herbekommt, kann ich es mir auch selber basteln. So, jetzt ist es eben der Webmontag und wie man gerade schon kurz bei dem Flash gesehen hat, ist natürlich die entscheidende Frage, was ist mit dem Web? Ganz einfach, das total Geile an der Situation, technisch, in der wir uns befinden, ist, wir können jetzt Inhalte für HMDs mit der Webtechnologie publizieren. Bam! Das ist super amazing. Im Endeffekt, wenn wir das aufgebaut haben, da gehe ich gleich ins Detail, wie sowas funktioniert, aber was wir dann halt machen können, ist, ich öffne eine Webseite, ich stecke mein HMD an meinen Rechner an oder schmeiße mein Telefon in diesen Pappedeckel rein, klicke auf den Button VR starten und habe eine völlig perfekte Virtual Reality Umgebung geschaffen, wo ich eine VR-Experience erleben kann im Browser, die ich halt zu jedem Menschen, der einen Browser hat, nach Hause delivern kann, der sich nichts installieren muss, keine Spezialsoftware, kein Krams. Kann denn der Browser mein Head-Tracking anfangen? Hm? Weiß der denn, wie ich mein Kopf bewege? Gute Frage. Das kommt jetzt. Das gucken wir uns mal an, was wir dafür brauchen. Also, um ein HND zu befüttern, brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen zum einen diese stereoskopischen Bilder, die so ein bisschen diese Verzeichnung schon eingebaut haben. Und wir brauchen zum anderen das Head-Tracking, dass wir halt wissen, wo bewegt sich das Device bzw. der Kopf des Betrachters im Raum. Die Translation und die Rotation. Fangen wir an mit Punkt 1. Die stereoskopischen verzeichneten Bilder. Da ist ganz easy. Auf jeden Fall wirklich, das voll einfach. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf den Technologie-Stack. Und das ist nicht alles. Wir brauchen eine Fullscreen-API, weil wir wollen keine Adresszeile oben im Browser haben, wir wollen keine Statuszeile unten haben, sondern wir wollen jeden Pixel auf dem Bildschirm halt füllen. Sonst habe ich in meiner VR-Experience oben irgendwelchen verzerrten Text, den ich nicht gebrauchen kann. Dann brauchen wir sowas wie die Pointer-Lock-API, weil wir die Maus bewegen wollen, aber wir wollen keinen Mauszeiger haben, sondern wir wollen mit der Maus irgendeine Bewegung machen. Wir brauchen vielleicht eine Gamepad-API, wenn wir einen Lenkrad anschließen wollen oder so ein Flugsystem, so ein Rotor-Stick. Dazu wollen wir vielleicht noch Web-Audio-API, weil wir einen dreidimensionalen Sound ausgeben wollen, den wir anpassen wollen. Wir brauchen vielleicht noch Page-Visibility-API, für den Fall, dass ein anderer Tab sich in den Vordergrund schmeißt. Da sind eine Menge APIs drin und vor allen Dingen brauchen wir ein 3D-Canvas, also wir müssen dann auch jeden einzelnen Pixel selber zeichnen können. Wir brauchen WebGL, wir wollen ja was Dreidimensionales im dreidimensionalen Raum darstellen. Dafür brauchen wir halt eine 3D-Implementierung, sowas wie OpenGL, was wir mit WebGL aus dem Browser ansprechen können. Und obendrauf brauchen wir noch ein Post-Processing, weil wenn wir einen Würfel darstellen wollen, oder wie das eben in dem Bild war, eher so ein Computer-Rennspiel, wo ich im Auto sitze und durch die Gegend fahre, habe ich ja zwei Kameras auf die Szenerie, die ich dann quasi gleichzeitig laufen lasse, die den richtigen Abstand haben zu den Augen, und diese beiden Bilder einfangen können. Und ich muss eben noch diesen vignettenartigen Effekt oben auf die Bilder drauflegen. Die gute Nachricht ist, auch wenn das ein fetter Stack ist, der ist bekannt. Da gibt es eigentlich keine große Überraschung mehr. Es gibt viele künstlerische Produktionen, viele Games, es gibt vieles, was jetzt im Web schon existiert, was genau diesen Stack benutzt. Die APIs, die oben stehen, sind relativ einfach zu benutzen. Für WebGL gibt es Libraries, die einem die Arbeit sehr, sehr einfach machen. Ich kann mir aus einer Bibliothek irgendein Modell runterladen, ich kann das in so einen Wrapper reinmachen und dann ist das da. Dann mache ich da noch ein Licht hin, damit es nicht stockeduster ist und dann kann ich mir sowas wie ein Auto halt angucken. Und für den Post-Processing-Effekt gibt es auch Plugins. Das heißt, auch wenn das ein relativ großer Stack ist, er ist zu bewältigen, man kann das schaffen. Damit hätten wir also Punkt 1. Wir haben ein stereoskopisches, ich hasse dieses Wort, verzeichnete Bild, Fullscreen auf dem Display und müssen jetzt noch Head-Tracking machen. Head-Tracking
Da unterscheidet es sich ein bisschen. Headtracking auf dem Telefon ist relativ einfach, weil es auf dem Telefon, bei modernen Smartphones gibt es diese APIs schon genau für die beiden Punkte, für die Translation, für die Rotation gibt es schon APIs, die man benutzen kann, wo ich keine Sonderpermissions für brauche, sondern ich kann das einfach auslesen, welche Rotation im Raum hat mein Telefon, wenn ich es nach links oder rechts bewege, bekomme ich es mit. Ist nicht perfekt genau, ist auch nicht super präzise und es fehlen uns auch ein paar Informationen, die wir gerne hätten, um sowas darzustellen, zum Beispiel eben den Abstand der Augen voneinander. Da möchte man das Bild eigentlich anpassen, das haben wir nicht. So, bei so Sachen wie dem Oculus Rift wird das Ganze dann sehr unschön. Das Oculus Rift ist mit zwei USB an den Computer angeschlossen. Und über JavaScript mit USB zu kommunizieren, ist zwar unter Umständen in einer Chrome-Application möglich, es ist aber totaler Hardcore-Technik-Scheiß und es macht überhaupt keinen Spaß und niemand möchte das machen. Und es ist super kompliziert. Nein, keiner will das machen. Und wenn wir darauf angewiesen wären, dann würde es keine Virtual Reality Experience im Web geben. Niemals. Das ist viel zu hart. Aber deshalb gibt es jetzt glücklicherweise seit kurzem die Bemühung von Mozilla und von Google, diesen zweiten Punkt, das Headtracking, zu vereinfachen. Es gibt nämlich spezielle Browser, die irgendwann auch, also es sind jetzt noch spezielle Builds von diesen Browsern. Also wenn ich zur Webseite gehe und ich lade meinen Chrome und dann Firefox runter, dann habe ich diese API noch nicht zur Verfügung. Aber das wird kommen. Beide Firmen haben gesagt, also diese Intent to Implement, sie haben die Intention, das tatsächlich zu implementieren und auch in der Stable-Version, die so ausgeliefert wird, wenn ich sie von der Webseite runterlade, soll diese API zur Verfügung stehen. Das ist eine JavaScript-API, ist eine einfache API, es gibt 4-5 Kommandos nur, ganz normales JavaScript, da kriege ich dann halt alles raus, was ich wissen muss, die Position des Kopfes im Raum, die Drehung und viele extra Informationen, die mir halt helfen. Vom Augenabstand über den Field of View, über die Auflösung, die ich gerne dargestellt haben möchte. So, und wenn wir uns dann den Technologie-Stack für diesen Teil 2, für das Headtracking anschauen, dann stellen wir fest, das ist Hüllen, so hätten wir das gerne. Das ist überschaubar, das können wir handeln. So, ist das jetzt für Oculus oder ist das jetzt für dieses Ding mit dem Smartphone? Idealerweise für beides. Die Entwicklung fokussiert sich immer auf Oculus Rift, weil das so das Standard-Device ist, mit dem man rumgespielt wird, aber der Langzeitplan ist, dass man damit eben, dass man eine API schafft, wo man alle Head-Mount-Displays mit abfrühstücken kann, sowohl Google Cardboard als auch Samsung Gear und wer auch immer da in Zukunft noch alles in den Markt mit rein möchte. Das heißt, der kann das jetzt mit diesem USB? Genau. Okay. Und das ist halt sehr cool, weil dann bekomme ich halt nur noch die Sachen, die ich wissen will. Ah ja, und was ich noch vergessen habe zu erzählen, ist, übernimmt man auch dieses Post-Processing, um aus diesen beiden Bildern diesen Vignetten-Effekt oben drauf zu legen. Was halt auch gut ist, weil dazu braucht man auch viel Information, das muss halt auch passen. Also der Abstand, die Linse vom Auge und sowas weiß irgendwie das HMD und mein JavaScript weiß es nicht. Und das kann der Browser auch für mich übernehmen. Der kann dann in C oder was mit dem Gerät kommunizieren und dann müssen sich halt andere Entwickler mit den USB-Sachen rumschlagen. Wir hatten uns mal überlegt, wir wollen es nicht virtuell treffen und wir haben auch kein Oculus Rift uns leisten können, deswegen haben wir mal gedacht, wir machen ein Barcamp. Wer von euch hat schon ein Ticket? Gut, ihr kriegt heute Informationen, was euch so erwartet. Der Rest von euch, es tut mir leid, wir sind ausverkauft seit Freitag. Ich dachte eigentlich, wenn ich hierher komme, haben wir noch so ein paar Tickets übrig. Dann könnt ihr noch Last-Minute-Bestellungen machen. Aber wenn ich euch jetzt noch heiß auf das Barcamp machen sollte, vielleicht gibt es ja noch welche, die dann doch verhindert sind. Wir haben eine Tauschbörse eröffnet. Vielleicht gibt es ja noch ein paar freie Tickets dann. Weiß denn jemand eigentlich so gar nicht, was ein Barcamp ist? Noch nie gehört? Hallo. Einer. Zwei, drei. Okay, dann lohnt es sich ja, dass ich was erzähle. Das Barcamp Bonn ist eine Möglichkeit, sich mit Menschen zu vernetzen und sich zu treffen. Und, ich muss entschuldigen, ich kann das nicht auswendig alles. Diskussionen, Präsentationen und so weiter Raum zu bieten und vor allem den Bonnern zu ermöglichen, sich ein bisschen zu vernetzen. Ein Barcamp ist ja so eine Unkonferenz, nennt sich das. Der Unterschied zwischen einer Konferenz und einem Barcamp ist eigentlich, dass man das Programm nicht vorher festlegt,
sondern dass man erst am Tag des Geschehens, am Morgen als allererstes eine Sessionplanung macht und dann festlegt, wer denn was vorträgt. Und dazu kann jeder der Teilnehmer sich einbringen, weil es gibt keine nur Zuschauer, sondern es gibt nur Aktive beim Wacken. Wobei aktiv jetzt nicht bedeutet, dass jeder eine Session anbieten muss, aber das kann man machen. Also man kann morgens vorne hingehen, sich die Bühne stellen und sagen, ich habe ein ganz interessantes Thema, das würde ich euch gerne erzählen, oder ich würde gerne einen Workshop mit euch machen, eine Diskussionsrunde oder irgendwas auch immer. Möchte das jemand mit mir zusammen machen und wenn dann genügend Hände hochgehen, 5 Stück oder so, sagt man immer, es sollte so ein Mindestinteresse sein, dann wird entsprechendes Interesse, ein Raum zugewiesen und dann findet das statt. Aber aktiv sein heißt eben nicht nur eine Session anzubieten, aktiv sein heißt auch, man ist da, man beteiligt sich, man diskutiert mit, man stellt interessiert Fragen, das habt ihr heute Abend ja schon gut ausprobiert, das klappt schon ganz gut. Oder man bringt sich ein in einen Workshop und so weiter. Und wenn jemand was anbietet, dann sollte er, kann er, wäre nett, nachher die Unterlagen, die Vorträge, die Ergebnisse eines Workshops oder so dann auch zur Verfügung stellen. Wir werden das versuchen auf der Homepage dann zu sammeln, weil so ein Barcamp ist ja letztendlich ein Wissensaustausch. Also man versucht, man sollte Wissen präsentieren und Wissen erhalten und am Ende sollten alle glücklich und viel schlauer wieder nach Hause gehen. Die Agenda, wie gesagt, die wird erst morgens festgelegt von den Teilnehmern gemeinsam. Wir haben jetzt schon eine Möglichkeit, die Online-Vorschläge einzureichen. Viele denken immer so, ja, da stehen jetzt schon ganz viele Sessions, da kriege ich überhaupt keinen Platz mehr und da ist ja alles schon so festgelegt, aber das ist natürlich nicht so. Ja, bitte. Gab es eigentlich einen Grund, warum ihr das im Vorhinein gemacht habt? Ist ja eigentlich eher untypisch. Oder ich kenne es eigentlich nur so, dass es dann doch relativ spontan am Tag des Geschehens diskutiert wird. Es gibt beide Ansätze und wir haben uns bewusst dafür entschieden, das anzubieten, damit andere auch ein bisschen inspiriert werden können. Also wir haben ein kleines Google-Dokument davor bereitet, wo man sich eben eintragen kann, wenn man eine Session gerne anbieten würde, wo man schon mal reinschreiben kann, welcher Inhalt diese Session hat, damit andere auch sehen, ja, das ist jemand, der möchte zu dem Thema schon was sagen und sich vielleicht inspirieren lassen kann, dann auch was beizutragen. Und es ist halt so ein bisschen auch ein Platzhalter. Also wenn du da reinschreibst, ich würde gerne eine Session zu genussvoll Kaffee trinken anbieten, dann wird vielleicht der andere, der das auch wollte, sich überlegen, ob er dir da den Vortritt lässt, weil du hast ja schon hier den Fuß in der Tür. Aber das ist ein anderes Thema. Kaffee ist ein gutes Stichwort. Es wird den ganzen Tag kostenlos Kaffee geben vom Kaffeeroller. Werbeeinblendung. Nummer 1. Ja, die nächste Werbepause kommt bestimmt. Das Interessante an dem Barcamp in Bonn ist, es ist kein Themenbarcamp, sondern es ist ein themenoffenes Barcamp. Das heißt, da kann auch wirklich alles stattfinden thematisch. Auch wenn Barcamps ja sehr aus der digitalen Szene kommen und auch, ich würde sagen, gut 2/3 der Session-Vorschläge sich um digitale Themen drehen, also Social Media und Open Source. Ich habe da noch ein bisschen was mitgebracht, aber auf jeden Fall kann man auch andere Themen machen. Aber wie gesagt, ich komme da gleich nochmal drauf, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Was wichtig ist bei Barcamps, was mir persönlich wichtig ist, aber was auch irgendwie so den Geist von Barcamps ausmacht, das ist keine Unternehmenspräsentationsveranstaltung, sondern es soll wirklich ein Wissensaustausch sein. Es soll dazu dienen, dass man Wissen weitergibt und Wissen empfangen kann. Irgendwie so Unternehmenspräsentationen mit kontaktieren Sie mich unter der Website, die sind sehr verpönt und das ist auch gut so. Das kann man sich woanders holen auf Kongressen mit viel höherem Eintritt. Die Zielgruppen sind eigentlich alle, also wen wollten wir ansprechen, alle, die sich irgendwie mit in Bonn vernetzen wollen und die in Bonn gestalten wollen. Weil wir es auch ein bisschen überraschend fanden, dass es in Bonn noch nie ein Barcamp gab, so ein richtiges, ein themenoffenes. Das können alle Leute sein, die sich für irgendwas begeistern können, für irgendwelche Projekte, für irgendwelche Dinge, die
neue Medien irgendwie nutzen, vor allem alle eigentlich, die irgendwie Leute kennenlernen wollen, die was Neues wissen wollen, die neue Dinge erfahren möchten. Das sind die Leute, die wir ansprechen wollen, also letztendlich ihr alle. Vor allem in Bonn. Ja, wie das am 28. Februar geplant ist, das ist jetzt die Information für alle, die schon ein Ticket haben oder bald haben werden. Um 8.45 Uhr ist Einlass. Seid relativ pünktlich. Wir erwarten 150 bis 200 Personen. Das könnte sich hinziehen sonst. Um 9.30 Uhr müssen wir nämlich schon mit der Sessionplanung beginnen und der Vorstellungsrunde und so, damit wir pünktlich um 11 Uhr die ersten Sessions einleiten können. Und Sessions gehen dann immer von der vollen Stunde an los. Das sollten nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauern, damit man noch eine Viertelstunde Zeit hat, eventuell den Raum zu wechseln, sich nochmal einen Kaffee zu holen. Und dann gibt es 11, 12, 13, 6 Sessions, habe ich nicht? 6 Stunden, 5,5 Räume. Ich erzähle gleich nochmal, wie der halbe Raum zustande kommt. Aber wir haben dann mindestens 30 Sessions Platz an diesem Tag. Das ist eine ganze Menge. Zwischendrin gibt es auch noch mal Mittagessen. Das ist natürlich im Eintrittspreis von nur 20 Euro inbegriffen. Und um 17 Uhr gibt es dann noch eine Abschluss-Session. Und es gibt Freibier, gestellt von Alle Mania. Oder El Mania. Ich dachte so an Alle Mania, aber egal. Ja, stattfinden wird das Ganze im Forum Internationale Wissenschaft. Das ist da unten in Gronau bei Post Tower UNO in der Nähe. Die ehemalige Landesvertretung von Rheinland-Pfalz hat noch der Helmut Kohl, Gott hab ihn selig, mitgebaut. Das ist der große Saal, in dem wir den Empfang machen und wo auch Sessions stattfinden werden. Es gibt noch andere Säle, es gibt zum Beispiel hier so einen kleineren Raum, das ist so 20 bis 30 Leute Raum. Also wir haben von allen Räumen, von allen Größen so einen Raum, damit wir eben verschiedene Interessensmengen unterbringen können. Der kleinste ist unten in der Bibliothek, das ist so eine kleine Sitzgruppe. Soll ich erzählen, wozu diese Streben damit ist denn? Ich fand das toll. Ja, sehr. Das ist so ein großer Tisch, also da passen so 10 bis 15 Leute ran. Da kann man so eine Diskussionsrunde machen und so, aber auf der Seite von euch aus gesehen, hier steht auch noch eine Leinwand dann, also man kann auch den Beamer und so nutzen. Und diesen Tisch, den hat natürlich Helmut Kohl noch bauen lassen. Und diese Streben hier in der Mitte, die kann man rausnehmen, damit, falls man jemand auf Toilette muss, bei so einem bierseligen Abend, alle aufstehen müssen drumherum. Ganz toll. Ja, sehr geil. Auf jeden Fall in dieser Bibliothek, das ist dieser eine Sitzbereich hier mit Präsentationsmöglichkeit. Wenn da jetzt allerdings nur irgendwie so eine kleine Diskussionsrunde stattfindet, ohne großen Redner vorne oder so, wo man sich einfach nur so ein bisschen in diese Ecke hier setzen kann, dann hat man von hier aus gesehen und hier noch so eine kleine Ecke mit Bibliothek und allem, wo man sich auch noch hinsetzen kann, ein bisschen diskutieren kann. Das ist dieser halbe Raum. Also wenn die eine Runde nicht laut ist, dann kann die andere leise Runde auch noch mit da rein und schon haben wir noch einen Slot mehr zur Verfügung. Zählt das da jetzt als ganzer Raum? Das zählt als ganzer Raum, ja. Ja, ich habe euch mal mitgebracht einen Auszug aus den Anwendungen, die wir für Sessions aktuell vorliegen haben, damit ihr auch so einen Eindruck habt, was da so an Ideen zusammengekommen ist, was Leute gerne beim Barcamp präsentieren würden. So ein Klassiker Mobile Video, da haben wir einige Sessions zu. Hat eine unserer Sponsorinnen hat das angeboten, eine Einführung in die Welt des Wassers zu machen, dieses Wassersommelier. Finde ich persönlich sehr interessant. Ich wusste nicht, dass man das machen kann, aber. Bontouren.de. Diese Werbung. Slauchdienste in der Praxis, am Beispiel einer Kirchengemeinde. Kann man machen. Was macht die Smart City Bonn aus? Total interessant. Impro-Theater finde ich auch sehr schön. Das ist mal eine ganz andere Art von Session. Kein Vortrag, Workshop oder so, sondern richtig was zu machen und so. Vielleicht mal schön für zwischendurch, um sich mal ein bisschen zu bewegen. Ich glaube, kein Scan, den du mich selbst gefälscht hast, das hat der David Griesel eingereicht, der auf der CCC-Kongress da einen Vortrag drüber gehalten hat, wie
Xerox war das Xerox-Scanner aufgrund von Kompressionsfehlern Zahlen verändert beim Einscannen und welche Folgen das haben kann, und das ist nicht lustig. Podcast, kleine Einführung, wir haben mehrere Sessions zu Podcasts da eingetragen. Einstieg in Imkerei, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ich habe das jetzt schon tausendmal erzählt, ich erzähle es euch jetzt auch nochmal. Letztes Jahr in Köln beim Barcamp, da gab es eine Session über Imker und die fand ich so toll, weil ich nie in meinem Leben mir vorher gedacht, dass ich mich für Imkerei interessieren könnte. Aber ich saß da drin und die beiden haben mir was erzählt über Bienenvölker und wo die den Honig einsammeln und wie man den ernten kann und dann wie man da Honig draus gewinnt. Und ich dachte, boah, zum Glück war ich jetzt im Barcamp und habe das gelernt. Und es hat wieder jemand das vorgeschlagen. Ich finde das toll. Ich muss gleich ansehen. Best of 165 plus Social Media Tools, ein Klassiker bei Barcamps mittlerweile, glaube ich, ist immer höchst besucht. Ich denke, in Bonn wahrscheinlich auch. Open Data, OKLab für Bonn, das ist was für Leute von Open Source. Und natürlich ausgehend in Bonn, lasst uns über Bonns Nachtleben reden, da gehe ich auf jeden Fall rein. Also das ist nur ein kleiner Auszug jetzt. Wir haben... Also wir haben jetzt um die 40 vorgeschlagene Sessions, ich habe euch gerade vorgerechnet, wir haben auch mindestens 30 Slots, also da wird es Prügeleien an der Bühne geben und so, ich freue mich sehr. Zu den Sessions, wenn man eine Session kürzer ist, kann man auch einfach rausgehen, also bei Ausgehen darf man auch rausgehen, wenn es nicht lang wird. Okay, vergessen wir das, das schneiden wir raus. Ja, wir werden, das ist die Werbeeinblendung jetzt von mir, von etlichen Sponsoren unterstützt, ein FIW, das ist Forum Internationale Wissenschaft, da findet das statt. Die Stadt Bonn unterstützt uns auch sehr stark in diesem Thema mit Geld, das die Stadt eigentlich gar nicht hat, finde ich sehr nett. Fenstermedien, GLS Bank, Deutsche Post, Engagement Global, die sehr bereitwillig uns auch unterstützt haben. Und auch Bonn für My Visions, Deutsche Welle und O'Reilly Verlag, die noch eine Verlosung dann am Ende ermöglichen. Da gibt es noch schöne Bücher zu gewinnen. Ich mag O'Reilly Bücher. Und wer das alles durchführt, das ist, der Esel nennt sich immer zuerst, ich, der Sascha und die Karin, die heute leider nicht da sein kann. Wir haben uns, wie man das so schön natürlich macht, als Bonner in Berlin getroffen und gesagt, wir müssen mal ein Barcamp in Bonn machen. Das war im Mai letzten Jahres. Und in zwei Wochen, ist es soweit. Ich bin sehr vorfreudig und wie gesagt, wer noch kein Ticket hat, vielleicht kriegt ihr noch eins. Ich würde wirklich gerne noch mehr Tickets rausgeben. Wir haben auch noch einige Anfragen, aber wir haben jetzt schon Ärger mit dem Veranstaltungsort, weil wir 20 Tickets mehr rausgegeben haben, als wir durften. Also da ist nichts mehr drin, aber vielleicht gibt es ja noch welche in der Tauschbörse. Vielen Dank. Alles klar? Wird es noch ein zweites geben oder wartet ihr das erstmal hier in Bonn? Also vor dem ersten kündige ich noch kein zweites an. Wenn das jetzt nicht völlig katastrophal verläuft, wollen wir das natürlich schon etablieren in Bonn. Aber wir werden erst in Ruhe dann das erste machen und das auswerten und dann gucken, wie es weitergeht. Also abwarten. Genau. War es viel Arbeit? Es ist viel Arbeit. Ja, es ist natürlich nicht ohne, das zu organisieren. Sowas. Wir haben alle viel Zeit. Seid ihr denn jetzt irgendwie ein Verein oder ein Träger oder seid ihr nur drei Privatpersonen oder wie ist das organisiert? Rechtlich haben wir eine GbR gegründet, damit wir das, diese ganzen Geldflüsse organisieren können. Aber ein Barcamp, muss ich auch nochmal betonen, ist ein, also ist auch von den Veranstaltern her eigentlich ein gemeinnütziges Projekt. Also wir müssen halt das Geld irgendwie einsammeln, damit wir es wieder anderen Leuten geben können. Und weitaus größte Posten ist dann sowas wie Essen ausgeben. Am Ende kommt da nicht viel bei rum, also wir haben nicht viel davon, dass wir so viel Zeit da reinstecken. Und das muss ja auch nicht. Und vor allem, wir können keine Sessions anbieten. Das ist halt das Schlimmste. Ja, ich könnte nicht mal Werbung für uns selbst machen. Ja. Ist das üblich, dass das so eine unheilige Uhrzeit anfängt an einem Wochenende? Ja. Ist aber auch keine Veranlassung, diese Tradition zu ändern. Ach, ich würde gerne, nein. Also ich meine, wenn man halt da sein muss, bedeutet das für die meisten Menschen jetzt schon um 7 Uhr aufzustehen an einem Samstag?
Wenn du so lange brauchst morgens. Ja, das ist. Wir müssen halt ein bisschen was schaffen an dem Tag. Ne? Und, ja. Das ist nicht so Spaß, ne? Ja, es ist Arbeit. Ja, ich meine, das ist doch auch ein bisschen unfair gegenüber denjenigen, die vor zweistelligen Uhrzeiten vortragen. Dem folgt doch keiner. Es gibt ja keinen Vortrag vor einer zweistelligen Uhrzeit, weil die erste Session erst um 11 Uhr beginnt. Da gab es schon mindestens 3 Tassen Kaffee. Also wir suchen auch noch Leute, die Livestreams anbieten, für die andere, die dann gerne im Bett zu Hause zugucken würden. Oder kein Ticket bekommen. Das Schlimme am Barcamp ist wirklich, ich habe mir auch schon oft überlegt, was für Barcamps, da komme ich halt ein bisschen später, ne? Die ersten 2 Sessions muss ich ja nicht mehr angucken, aber dann bin ich bei der Sessionplanung nicht dabei, das ist echt schlecht, wenn du das mir anbieten möchtest. Ja, die Vorstellungsrunde ist manchmal ein Grund, nicht hinzukommen. Du willst dich vernetzen, dann musst du wissen, wer da ist. Das stimmt. Ich finde das auch gut. Leuten aber auch eine Idee, ne? Ja, deswegen das müssen wir auch wirklich anfangen. Das ist für mich. Das hast du sehr schnell drauf. Das hätte sich im Gange geben können. Okay. Ja, dann erstmal super vielen Dank auch hier. Ja, super Sache, dass ihr das in London auf die Beine gestellt und dass das so einen Anklang findet. Wir sind sehr begeistert. Ich kann noch 1-2 Karten zuschustern, aber es ist offensichtlich da nicht mal, weder nicht nötig, sondern nicht mal möglich. Aber trotzdem danke. Ja, gerne. Du hast eben was gesagt, was ich gerne auch noch mal sagen würde, also so mit Wissen weitergeben und hinterher zur Verfügung stellen und so, geht an euch beide raus. Also wenn die Slides irgendwie den Weg zu mir finden, wäre ich ja nicht böse, dann stelle ich die auf die Webseite. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir gerne in den gemütlichen Teil des Abends über. Da gibt es noch Getränke. Feel free. Und vielen Dank, dass ihr da wart.